Wir werden jetzt ein bisschen zusammen tanzen. Und zwar das Tanzen, was jetzt fast eine Tradition von unseren Kongressen geworden ist, diese sogenannten Gurdjieff-Movement oder Gurdjieff-Tanzen. Und ja, wieso machen wir das? So, Gurdjieff war ein spiritueller Lehrer, der diese Tänze mal entworfen hat als Hilfsmittel für seine Lehre. Und da, also kurz gesagt, das Ziel seiner Lehre war die Erleuchtung oder die Unsterblichkeit und das heißt, anders gesagt, die Einheit im Ganzen, das Einssein. Und wir werden es noch im Laufe der nächsten Tage lernen, dass wenn man alle die Tabus lösen kann, die zwischen uns sind, am Schluss gibt es nichts mehr zwischen uns und wir könnten theoretisch dann ganz eins sein. Und wir wollen da mit diesen Tänzen ein bisschen üben miteinander. Wir werden dieses Jahr eine andere Strategie als das letzte und das vorletzte Mal haben. Ich werde jeden Tag einen anderen Tanz mit Ihnen üben. Aber einen ganz einfachen, also nur ein paar Bewegungen, die wir ziemlich schnell hinkriegen werden, damit dann wir schnell von der Schwierigkeit, diese Bewegungen zu lernen, in dem Einssein dann einfließen können, wenn es uns gelingt. Und wir machen es so, dass ich Ihnen zuerst erkläre, wie diese einfachen Bewegungen sind und dann lassen wir die Musik laufen und wir tanzen diesen Tanz bis zum Schluss und ich sage euch etwas noch dazu nachher, bevor wir mit der Musik anfangen. Und jetzt sollten Sie irgendwo sitzen, wo ihr mindestens Platz haben, um die Arme so zu halten. Es ist die breiteste Position. Gut. Also im Sitzen, damit es bequem ist, Schneidersitz, ja. Oder wie es Ihnen bequem ist. Und wir fangen so an, dass die Hände auf den Knien sind und der Kopf nach unten gesenkt. Und es sind verschiedene Bewegungen und jede Bewegung oder jede Position halten wir für 4 Takten. Das heißt, die erste Position halten wir 4 Takten, so 1, 2, 3, 4. Dann kommt die zweite, der Kopf ist vorne und die Arme gekreuzt auf den Schultern, also die Hände. Das ist die zweite Position. Das ist die dritte, also 90 Grad seitwärts, wenn Sie es können. Dann kehren wir zurück. So. Jetzt gehen wir mit, also Sie könnten es spiegelbildlich machen, das heißt mit links, das ist einfacher. So, wir öffnen einen, wir öffnen das andere. Dann hoch und wir schauen auch nach oben. Und jetzt kehren wir zurück. Wir machen alle Positionen rückwärts. Das heißt, so, so, so. Wir öffnen wieder, wir schließen wieder und wir gehen zurück zu den Knien. Also wir haben eine Sequenz, die nach oben geht und dann kehren wir wieder zurück. Wir machen es nochmals zusammen ohne Musik. Also erste Position ist unten, dann kreuzen wir, dann gehen wir mit beiden Armen, dann kehren wir zurück. Jetzt gehen wir mit einem Arm nach dem anderen und dann nach oben. Jetzt ist fertig und wir kommen zurück. Wir schließen,
wir schließen. Wir öffnen beide, wir schließen und wir kommen zurück zu den Knien. So, das sind die 7 Positionen, die wir haben. Jetzt, wenn die Musik startet, ich glaube, es sind noch nicht 2x4 Einführung, dann am Anfang geht es noch darum, dass ihr die 7 Positionen habt im Kopf, dass sie die Positionen haben im Kopf. Und dann mit der Zeit können sie vergessen, was sie mit den Armen und dem Kopf machen müssen, weil es ist dann drin. Und dann, wenn sie es können, können sie auch die Augen schließen, ohne dass sie mich zuschauen müssen. Und dann können wir weiter üben, was schon Rahel gesagt hat und was Daniel für die Pause empfohlen hat. Wir können mal üben, in die Wahrnehmung zu gehen. Mal üben, die Menschen, die rechts und links und so da sind, also die Energie der Menschen zu spüren und schauen, ob es etwas Verbotenes drin hat oder ob sie es wirklich können, dass sie sich in die anderen oder sie sich mit den anderen verschmelzen. Eben ein paar Minuten ist es noch erlaubt, sich zu konzentrieren und die anderen nicht wahrzunehmen, und dann ab der dritten Minute so einfließen mit den anderen, verschmelzen und schauen, was dabei geschieht und vor allem dabei lebendig bleibt. Okay, jetzt. Und von vorne. Thank you.
Danke. Also, Ödipus, unser tragischer Held, ist also nun auf dem Weg nach Theben, als ihm in einer schmalen Schlucht ein Wagen entgegenkommt. Auf ihm sitzt ein Greis mit seinem Diener und der Wagenlenker geht ihn rüde an. Ey, du da, hau ab! Siehst du denn nicht, dass hier nur Platz für einen Wagen ist? Doch Ödipus geht unbeirrt weiter. Da fährt ihm der Wagenlenker über den Fuß und der Greis schlägt ihn mit einem spitzen Stock auf den Kopf. Das werdet ihr mir büßen! Ödipus, der von jeher jähzornig ist, springt auf den Wagen und tötet den Wagenlenker. Den Greis stößt er von dem Gefährt und er fällt kopfüber auf einen spitzen Stein und ist sofort tot. Einzig der Diener kann fliehen. Und er ahnt es schon, wer der Greis war. Laios, der wahre Vater des Ödipus. Und somit hat sich schon der erste Teil des Orakelspruchs bewahrheitet. Ödipus ist ahnungslos und ohne eine Spur von schlechtem Gewissen hat er doch gegen eine Übermacht und in Notwehr gehandelt, zieht er weiter Richtung Theben. Derweil ist der Diener schon in der Stadt angekommen und berichtet dem Volk über den Tod ihres Königs. Die Menschen leiden und trauern, denn gerade jetzt hätten sie doch ihren König so sehr gebraucht. Denn die Sphinx hat sich vor der Stadt niedergelassen, ein magisches Wesen mit dem verführerischen Vorbau einer Jungfrau und dem Hinterteil eines geflügelten Löwen. Und jedem, der in die Stadt hinein will, stellt sie ein Rätsel. Kann er es nicht lösen, frisst sie ihn mit Haut und Haaren auf. Und bis jetzt hat es noch keiner geschafft, ihr zu entkommen. Jokaste, die nun mit ihrem Bruder Kreon über die Stadt herrscht, ist ratlos. Bruder Kreon, was sollen wir nur tun? Diese Sphinx, sie wird uns noch alle ausrotten. Sie lässt niemanden in die Stadt und die Menschen hungern. Ja, ich weiß, Schwester. Ich habe mir einen Plan überlegt. Lass uns einen Preis ausschreiben. Wer es schafft, die Sphinx zu besiegen, der soll dich zur Frau erhalten und damit König über die reiche Stadt Theben werden. Jokaste stimmt zu. Ödipus hört von dem Gewinn, den er machen kann, und beschließt, den doppelten Preis zu gewinnen. Als er nach Theben kommt, stellt er sich der Sphinx. Die lächelt ihn verführerisch an und leckt sich die Lippen und stellt ihm ihr Rätsel. Was geht am Morgen seines Lebens auf vier Beinen, dann am Mittag auf dreien und am Abend auf zweien und am Abend auf dreien? Ödipus ist verwundert. Was? Das soll alles sein? Sind dir die Rätsel ausgegangen? Das ist doch viel zu einfach. Das ist natürlich der Mensch. Als Baby krabbelt er auf allen Vieren. Dann als Erwachsener geht er auf zwei Beinen. Und am Abend seines Lebens nimmt er gern den Krückstock als drittes Bein zur Hilfe. Die Sphinx stößt einen spitzen Schrei aus und stößt sich voller Scham selbst in den Tod. Nun wandert Ödipus nach Theben ein, als stolzer Gewinner, und er erhält die Hand von Jokaste und wird bald darauf zum König gekrönt. Tja, und Jokaste, ihr erinnert euch, wer das ist die Mutter von Ödipus. Und somit hat sich auch der zweite Teil des Orakelspruchs bewahrheitet. Doch
Ödipus und Jokastes sind glücklich miteinander. Sie verlieben sich und haben 4 Kinder. Die 4 Kinder, die sich Jokaste von Laios immer vergeblich gewünscht hat. So könnte die Geschichte nun weitergehen. Aber eines Tages legt die Pest ihre schwarze Hand auf die Stadt und die Menschen sterben wie die Fliegen. Ödipus, der sein Volk liebt, schickt seinen Schwager Kreon nach Delphi, um das Orakel zu befragen, ob es etwas zu tun gibt. Und nun hört den Spruch des Orakels. Der Mörder des Laios lebt noch immer unter euch. Und solange der Frevler nicht bestraft ist, wird das Volk leiden. Also setzt Ödipus nun alles daran, den Mörder des Laios zu finden, der er ja selber ist. Zuerst befragt er seine Frau Jokaste. Liebling, sag mir, erinnerst du dich noch, was damals passiert ist, als dein Mann Laios ermordet wurde? Oh, Ödipus, Liebster, seit du in mein Leben getreten bist, habe ich alles, was davor war, vergessen. Aber ich will versuchen, mich zu erinnern. Also, Laios war auf dem Weg nach Korinth, ja, und da kam ihnen in einer schmalen Schlucht ein Wanderer entgegen, der tötete den Wagenlenker und warf Laios von dem Gefährt. Der fiel unglücklich und war sofort tot. Das alles hat uns der Diener berichtet, der fliehen konnte. Oh, und Laios, wie sah der aus? Ja, also wenn ich mir so recht überlege, gerade so wie du. Ja, er, auch das Gesicht sehr ähnlich. Nur, er war schon früh erkraut. Eine Ahnung stieg in Ödipus auf. Doch er hatte so viel damit zu tun, den Mord aufzuklären, er konnte sich darum jetzt nicht kümmern. Als nächstes sandte er Boten aus, um den blinden Seher Theresias an den Hof zu bitten. Der kam nur sehr widerwillig und auch in der Befragung gab er sich spröde. König Ödipus, höre, lass die Vergangenheit ruhen. Du würdest mir die Wahrheit nicht danken. Ja, Theresias, das Volk stirbt in den Straßen. Du musst reden. Oder bist du vielleicht gar selbst in den Mord verwickelt? Wenn du jetzt nicht sprichst, dann werfe ich dich in den Kerker und zwar für immer. So angesprochen musste Theresias also antworten. So dann, König Ödipus, ihr selber seid der Mörder des Laios. Erinnert euch. Und Laios war euer Vater. Und jetzt habt ihr Jokaste, eure eigene Mutter, zur Frau genommen. Jokaste, die der Befragung mit angehört hatte, lachte auf. Ha, höre nicht auf diesen Unhold. Man sollte ihm die Zunge herausschneiden. All diese Flüche, dieser Aberglaube, alles Unsinn. Lass uns ihm die Zunge herausschneiden. So, nun musste Theresias weitersprechen. Unglückselige Jokaste, erinnert dich du auch? Damals hast du ein Kind gehabt mit Laios. Das hast du weggegeben, um es zu töten. Aber der Diener, dem du es gabst, brachte es nicht fertig, das Kind zu töten. Und über Schicksalswege kam es an den Hof von Polybos und Merope. Die zogen ihn als ihren eigenen Sohn groß. Und dieses Kind ist Ödipus. Jokaste konnte sich der Wahrheit, die nun klar im Raum stand, nicht länger erwehren und lief in Panik davon. Ödipus brauchte etwas länger, um zu begreifen, dass tatsächlich er der Mörder des Laios war und dass es stimmte. Laios war sein Vater und Jokaste seine Mutter und seine Kinder waren auch seine Brüder. Als er das verstand, zog er sein Schwert und rannte seiner Mutter hinterher. Er wollte sie richten für alles, was sie ihm angetan hatte. Und er fand sie in ihrem Schlafgemach. Sie hatte sich bereits selber erhangen.
Da riss er ihr die Gewandspange ab und stach sich mit ihr beide Augäpfel aus. Ach, hätte ich doch niemals gesehen. Ab jetzt will ich in Blindheit wandeln.